Hallo allerseits, ich bin wieder im Homeoffice. Letztes Mal habe ich mit Kami einen Fall da draußen im wahren Leben bearbeitet. Das war großartig. Wir dürfen uns nicht drücken. Mach den Fußcheck. Lass uns die Bubbles teilen. Das Teil ist praktisch für dich. Unerfreulicherweise gab es eine neue Infektionswelle, also arbeiten wir zur Sicherheit wieder mit Abstand. Aber Spaß können wir trotzdem haben. Also, wo ist Kami? Wir haben einen Catfish zu fangen. Mal sehen, wo sie steckt. Wir sollten Pyjamas tragen, es ist schon dunkel. Bitte sehr. Sehr kuschelig. Nachtschicht-Outfit. Da möchte man sich hinlegen. Aber die Kettfische schlafen nie. Und wir als Heinzelmännchen. Genau. Lass uns sofort anfangen mit der Arbeit. Wir haben eine Mail bekommen. Ich brauche Klarheit über diese Beziehung. Bereit? Nein. Hi, neben Kami. My name is Tam. Ich heiße Tam, bin 27, lebe in Houston und wohne mit meiner älteren Schwester Tay zusammen. Tam und Tay. Sie ist fest davon überzeugt, dass ich gecatfished werde. Langsam denke ich auch, dass sie recht hat. Ich habe eine gewisse Jamina bei Plenty of Fish kennengelernt im August 2018. Ich wohnte damals in einer winzigen texanischen Kleinstadt und sie in der nahen Großstadt Houston. Wir waren aus dem Stand für 6 Monate zusammen. Aber wenn ich sie live treffen wollte, hat sie mich jedes Mal geghostet. Deswegen habe ich irgendwann Schluss gemacht. Gut. Das kam bei Jamina gar nicht gut an und sie hat mich überall geblockt. Trotzdem konnte ich sie einfach nicht vergessen und habe meine Schwester kürzlich gebeten, Jamina für mich zu kontaktieren. Mit meinen gesperrten Accounts konnte ich nicht an sie rankommen, aber Jamina hat auf Tays Nachricht reagiert und war bereit zu reden. Alles lief bestens, bis ich eines Tages eine anonyme Textnachricht bekam. Eine Person, die sich als Jaminas Partnerin ausgab, meinte, ich solle verschwinden oder sie würde mich verprügeln. Ich dachte, Jamina wäre die Liebe meines Lebens, aber jetzt weiß ich gar nichts mehr und brauche dringend Hilfe. Wir brauchen mehr Infos. Hey Tam, Neve hier. Wir haben gerade deine Mail gelesen. Oh Mann, lass uns reden. Wenn man die Message bekommt, hau ab oder ich poliere dir die Fresse, sollte man definitiv lieber abhauen, damit der Mensch diese Drohung nicht wahrmacht. Zumindest heißt es aber auch, sie ist nicht deine Freundin, wenn sie außerdem mit mir redet. Tam, hallo. Hallo. Diese coole Kette, die unglaublichen Haare und die Wimpern. Genau das wollte ich zu dir sagen. Der Hammer. Danke. War ich oder Kami gemeint? Du doch nicht. Ihr seid beide mega. Also mega bin ich nur noch als Vater. Ansonsten bin ich raus. Wir haben natürlich deine Mail gelesen, aber da ist uns noch vieles unklar. Erzähl mal von Anfang an. Ich habe eine 6-jährige Beziehung hinter mir. Ich habe in so einem kleinen Nest gelebt, da war gar nichts los. Und meine Freundinnen meinten, ich sollte mal zu Plenty of Fish gehen. Da habe ich ihr Profil entdeckt und fand sie sofort süß. Also habe ich mit einem kleinen Hallo angefangen. Genau. Sie hat geantwortet. Wir haben losgechattet und bald hat sie mir ihre Nummer gegeben. Aber da war sie auch gleich ganz schön gemein zu mir. Weil damals mein Handy kaputt war, hatte ich ihr von einer Text-App ausgeschrieben. Und sie ist total auf mich losgegangen. Wieso benutzt du dieses Faker-Zeug? Darauf habe ich keinen Bock. Catfish-Alarm. Ja, und dann wollte sie unbedingt Video-chatten. Kam es dazu? Sie hat's versucht. Ich bin nicht drangegangen. Oh mein Gott.
Ich war viel zu aufgeregt. Jetzt wirkst du wie der Catfish. Ich war so aufgeregt, ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich benutze eine Text-App, FaceTime geht auch nicht. War dein Auto kaputt? Nein, ich hab's später auch versucht, aber da ist sie nicht rangegangen. Interessant. Was weißt du über sie? Sie ist ausgebildete Pflegerin und arbeitet nebenbei auch als Maklerin. Sie hat mir erzählt, dass sie zwei Kinder hat und eine Schwester und einen Bruder. Hast du Kontakt zu denen über soziale Medien? Nein. Ich habe sie gefragt, ob sie irgendwo eine Seite hat, aber sie meinte, sie und ihre beste Freundin würden gerade digital fasten, also ihre Social-Media-Profile nicht benutzen. Das fand ich damals auch absolut in Ordnung, denn bei uns hat es sofort Klick gemacht, als wir telefoniert haben. Wir hingen dann auch von Anfang an bis zu 10 Stunden am Hörer. Wir haben über alles geredet und waren füreinander da. Wir haben sofort gespürt, dass wir Seelenverwandte sind. Und sie hat mir auch sehr geholfen, was meine Sexualität angeht. Ich war auch schon davor mit einer Frau zusammen gewesen, aber das habe ich in der Öffentlichkeit überhaupt nicht durchblicken lassen. Aber bei Jemina habe ich mich immer sicher gefühlt. Das hat mich besonders zu ihr hingezogen. Bei ihr konnte ich sein, wie ich bin. Ja. Habt ihr zueinander gesagt, ich liebe dich? Und ich war diejenige, die es zuerst gesagt hat. Aus vollem Herzen. Es lief also alles wunderbar mit Jemina. Ihr wart euch sehr nahe und du wolltest dich ziemlich bald auch mal live treffen. Entfernungstechnisch war das ja kein Problem. Ich hab's ein paar Mal versucht. Beim ersten Mal wollte sie gleich los. Ich hab ihr meine Adresse geschickt und dann kam plötzlich nichts mehr. Ich hab dann angerufen und sie meinte, sie hätte einen Unfall gehabt. Damn. Schon klar. Da fing meine Schwester an mit ihrem Catfish-Gedisse. Aber dann hat Jemina dafür gesorgt, dass ich mir richtig blöd vorkomme. Mein erstes ehemaligen Treffen vom College stand an. Dafür haben meine Schwester und ich nach einem Hotelzimmer in Houston gesucht. Aber das war schwierig, alles war ausgebucht. Da meinte Jemina, wieso bleibt ihr nicht einfach bei mir? Ihr könnt locker beide hier unterkommen. Und hat mir ihre Adresse geschickt. Als wir da sind, sagt sie, ich mache euch das Tor auf. Und dann nichts. Gar nichts. Ja, meine Schwester meinte, lass uns bloß abhauen. Aber dann drehte Jemina den Spieß plötzlich um. Ihr wart gar nicht am Tor, verarsch mich nicht, du lügst, ich hab dich doch angerufen. Sehr krank. Das war mir alles so unangenehm, dass ich den Kontakt abgebrochen habe. Aber ich musste trotzdem ständig an sie denken. Wir hatten uns so unglaublich gut verstanden und konnten wirklich über alles reden. Das habe ich sehr vermisst. Ich versuchte noch eine Zeit, sie zu erreichen, aber ich bin überall abgeprallt, weil ich geblockt war. Da habe ich meiner Schwester gesagt, sie soll ihr schreiben, dass ich sie sehr vermisse und gern mit ihr sprechen würde. Und Jemina war einverstanden. Ab da haben wir wieder wie vorher jeden Tag stundenlang geredet. Das fand ich sehr schön, denn das hatte mir so gefehlt. Wow. Zeigst du sie uns mal? Ja, klar, hier ist sie. Sehr hübsch. In der Tat. Das ist sie. Zeigst du uns euren Chat, damit wir sehen, wie der Vibe so ist? Ja, wir schreiben sehr viel. Das kann man wohl sagen. Ja. Hier, lest mal diese Nachricht, die fand ich sehr süß. Ist aber sehr lang. Oh, wow. Jemina schreibt, ich liebe dich, weil du so cool, witzig, lebendig und gesprächig bist wie ich. Und weil ich dir alles sagen kann. Du bist ein so wunderschöner Mensch, innen wie außen. Du bist absolut einmalig. Ich liebe dich, weil ich mich total auf dich verlassen kann. Und ich weiß, dass ich manchmal eine echte Bitch bin. Aber ich liebe dich wirklich und will mein ganzes Leben mit dir verbringen. Du bist wirklich meine bessere Hälfte. Wow. So etwas wirklich Liebevolles habe ich selten gelesen. Ihr scheint euch echt zu mögen. Krass. Ja. Ich krieg glatt ein schlechtes Gewissen. So wie ich meiner Frau schreibe. Oder ist das ganz normal für dich? Nein, so eine Beziehung hatte ich noch nie. Mit ihr fühlst du dich am sichersten, sagtest du. Bist du bereit, das aufs Spiel zu setzen? Ich habe das Gefühl, ich brauche Klarheit. Sonst vergeude ich meine Zeit.
Dann starten wir die Recherche. Schick uns alle Infos und morgen sehen wir mal, was wir rauskriegen. Gut, viel Glück. Dann bis morgen, Tam. Ciao. Bis dann. Hilfe. Wow. Sie ist total verliebt in sie. Und ich hänge emotional voll mit drin. Ich weiß. Aber wie kann Jemina einerseits so toll sein und Tam andererseits so brutal versetzen? Nach dem Chatverlauf der beiden habe ich das Gefühl, es könnte eine wundervolle Liebesgeschichte werden. Diesmal muss es ein Happy End geben. Kann's losgehen? Sieh und staune. Das herrlichste Sandwich ever. Wenn du hier wärst, bekämst du die andere Hälfte. Wenn du das nicht isst, schick es her. Wenn schon nicht live, lass uns wenigstens mit Abstand ein Sandwich genießen. Gute Idee. Und ich schick dir auch was. Wie wär's mit dieser riesigen Willy Wonka-mäßigen Schokolade? Die sieht wirklich aus wie aus deiner Fabrik. Dann schick ich sie dir rüber. Ich stell das halbe Sandwich vor die Tür. Hab's nicht angerührt. Und ich deponiere die Schokolade hier draußen. Der Schokoladenkurier kommt bald. Das Sandwich ist flauschig, voller Vertrauen und verzehrbereit. Also, Tam lernt Jemina vor etwas über 2 Jahren bei Plenty of Fish kennen. Sie verlieben sich beide total. Aber es gibt auch rote Ampeln. Tam macht zwar Schluss, weil ihr die schrägen Vorfälle zu viel werden, und sie haben 1 Jahr Funkstille, aber Tam kann Jemina nicht vergessen. Das Ende vom Lied ist, sie reden jetzt wieder. Und ich muss hinzufügen, ich habe noch nie ein solches Level von Liebesbekundungen in einem Chat gesehen. Ich kann mich erinnern, dass ich sowas meinem Schwarm in der Mittelstufe geschrieben habe. Aber danach habe ich nie wieder jemandem so mein Herz ausgeschüttet. Wir müssen rausfinden, ob sich Herz hier nicht auf Schmerz reimt. Die Mail von Tam ist da. Ich will ganz ehrlich sein. Seit unserem Gespräch habe ich Angst und ich hoffe so sehr, dass Jemina doch echt ist. Das sind die Infos. Ihren Usernamen weiß ich nicht mehr, aber ihre Nummer hat eine 404-Vorwahl. Jemina arbeitet als Krankenpflegerin in Houston und hat 2 Kinder. Ihre Facebook-Seite ist von 2011 und hat die URL jemina.smith. Die Nummer der Frau, die meinte, ich soll verschwinden, hat eine 314-Vorwahl. Diese Nummer sollten wir unbedingt suchen. Auf jeden Fall vielversprechend. Außerdem ein paar Bilder. Wenn ich was vergessen habe, sag Bescheid. Ich finde, mit den Infos kann man arbeiten. Ich möchte mit der Bildersuche anfangen. Zuerst das hier. Nichts. Dann das. Kein Treffer. Nein, die Bilder führen zu nichts. Such den Namen. Ich gebe ihn bei Facebook ein. Da, zurzeit bin ich Krankenpflegerin. Ja, stimmt. Ist sie das? Glaube ich nicht. Mal sehen. Da, dasselbe Tattoo am Unterarm. Das darf doch nicht wahr sein. Doch. Eindeutig dasselbe. Du bist echt gut, Kami. Ist das die Seite, die Tam meinte? Nein. Den Link von Tam mache ich gleich mal auf. Das ist eine andere Facebook-Seite. Dagegen noch mal die neue Seite. Aber ich sehe gerade, dass die auch von 2011 ist. Sie hatte wohl einfach 2 Accounts. Such mal die Nummern. Here we go, searching. Zuerst Jeminas Handynummer. Daniel Wolf. Merkwürdig. Mit einem Mann redet Tam nicht. Das hätte sie in den Dauertelefonaten gemerkt. Vielleicht gehörte ihm die Nummer früher. Und die Nummer von Jeminas wütender, angeblicher Partnerin? Bin schon dabei und blätter die Telefonbücher durch. Drea Taylor. Wow. Leider keine Altersangabe. Den Namen gebe ich bei Facebook ein. Okay. Drea Taylor. Maybe we could find. Vielleicht ist sie mit einer von den Jemina Smith-Seiten befreundet. Dann ist klar, dass es eine Verbindung gibt. Wenn diese Frau die Nachricht wegen Jemina geschrieben hat, sollten die beiden sich kennen. Aber eine Jemina Smith ist nicht unter den Freunden. Dafür eine. Jemina. Okay, who is this? Wer ist das? Sie hat 2 Töchter. Und da, das Krankenhaus-Emoji da unten. Ein Hinweis auf ihre Arbeit? Check mal die Bilder. Gleich im ersten sieht es im Hintergrund nach einer medizinischen Einrichtung aus. Ja, stimmt.
Nochmal in der Schwesternkleidung. Ist das vielleicht unsere Jamina? Mit zwei Töchtern, die im Krankenhaus arbeitet? Aber Single. Sie könnte absolut Tams Jamina sein, nur mit anderem Nachnamen. Vielleicht weiß diese Drea, auf die das Handy der wütenden Freundin registriert ist, ja irgendwas. Wir hoffen, dass du uns in einem Fall helfen kannst. Schon weg. Haben wir Jamina Smith gegoogelt? Nein. Jamina Smith. Da. Eine Warnung vor einem Catfish bei POF. Wow. Wow. Eine Jamina Smith catfischt hier Frauen und benutzt dabei meine Bilder. Immer wieder. Sie ist ein Fake. Wow. No. Da schreibt eine gewisse Don't Play. Let's look that up. Ich suche sie mal bei dem Portal. Man muss nur den Usernamen eingeben. Don't play. Mist. Das Profil ist wahrscheinlich gelöscht. Aber immerhin wissen wir, dass jemand Jaminas Seite gemeldet hat. Ich finde, wir sollten mit Tam sprechen. Vielleicht fällt ihr ja was dazu ein. Das bedeutet alles nichts Gutes. Ich sag ja sonst immer erstmal, alle machen sich gegenseitig was vor. Aber diese Beziehung hatte ich für ehrlich und authentisch gehalten. Bis die Catfish-Warnung kam, hatte ich noch mein Team Jamina-Shirt an. Und jetzt habe ich den Eindruck, ich muss es verbrennen. Jetzt habe ich kaum noch Hoffnung. Schlimmer hätte es gar nicht kommen können. Sehr unschön. Hier kommt die Nachricht, dass Schokolade und Sandwich geliefert wurden. Vor der Tür. Ja, echt? Ich bin gespannt. Die beste Nachricht des Tages. Da ist sie. Die kommt mir so leicht vor. Leicht? Das Sandwich ist lecker. You asshole! No! Oh my God. Ich hasse dich! Du gemeines Arschloch! Ich hab dich gesnackfischt. Boom! Spaß beiseite. Tam kommt gleich und wir müssen ihr das alles erzählen. Und das ist leider gar kein Prank. Wir haben offenbar keine Beweise, dass Jamina echt ist, nur ein paar Indizien, dass sie es nicht ist. Und definitiv haben wir nicht das, was wir suchten, eine wunderschöne Liebesgeschichte. Bis jetzt. Wir konnten jedenfalls nicht beweisen, dass Tams Jamina die von ihren Bildern ist. Das ist noch nicht völlig ausgeschlossen, aber Tam wird furchtbar enttäuscht sein. Warte mal, sie schreibt gerade, dass sie gleich reinkommt. Wow. Hey. Da bin ich. Wow. Tolle neue Frisur. Wie geht es dir jetzt, Tam? Ich bin sehr aufgeregt. Ich will wissen, was ihr rausgefunden habt. Mir dreht sich aber jetzt schon alles. Hattest du Kontakt mit Jamina? Heute noch nicht, aber gestern. Wir sind am Telefon eingeschlafen, nach 6 Stunden. Wow. Das ist echt lang. Also, wir haben einiges rausgefunden. Das würden wir dir jetzt gern zeigen, um gemeinsam zu überlegen, wie es weitergehen soll. Gut. Ich teile den Bildschirm. Als erstes haben wir Jamina Smith bei Facebook gesucht. Und der oberste Treffer ist das hier. Das ist nicht die Facebook-Seite, die du uns genannt hast. Du kennst die hier, wo nur sehr wenig steht. Auf der, die wir gefunden haben, ist deutlich mehr drauf. Und es ist eindeutig dieselbe Frau, wie man an dem Tattoo sieht. Hier ist seit 2019 Funkstille, auf deiner seit 2011. Die Seite, die du bisher nicht kanntest, wird sehr viel aktueller. Aber wirklich viel erfährt man daraus trotzdem nicht. Immerhin heißt es hier, dass sie in Illinois lebt und aus Atlanta stammt. Von Atlanta weiß ich, aber von Illinois nicht. Und der Beruf zertifizierte Pflegerin stimmt auch. Das scheint ihre wirkliche Seite gewesen zu sein. Aber warum so wenig Freunde und kaum was gepostet? Warum ist plötzlich Schluss? Da bleiben viele Fragen. Ja. Gleichzeitig legt die Seite nahe, dass sie tatsächlich Jamina Smith heißt und die Frau von den Bildern ist. Eigentlich eine gute Nachricht. Dann haben wir die Nummer gesucht, die du von Jamina hast. Die ist laut einem Suchportal registriert auf einen... Sagt dir der Name was? Hab ich noch nie gehört. Manchmal ergibt die Suche auch eine Person, die die Nummer früher hatte. Das muss also nichts bedeuten.
Dann haben wir die Nummer von der Lass die Finger von Jemina Message gesucht und kamen zu diesem Namen. Drea Taylor. Klingelt da etwas? Nein. Wir haben uns Dreas Seite angeschaut und ihr geschrieben. Hey, hier Neve von Catfish, wir hoffen, du kannst uns bei einem Fall helfen. Ruf mich an. Aber sie hat noch nicht reagiert. Im Moment ist interessanter, wen wir unter Freunde bei Drea gefunden haben. Wenn sie solche Nachrichten wegen Jemina schreibt, ist sie ja wohl mit ihr befreundet. Und in der Tat findet sich da eine Jemina. Sie hat zwei Töchter, was deine Jemina ja auch behauptet. Ja. Wie du hier sehen kannst, benutzt sie ein Stethoskop und ein Krankenhaus-Emoji. Dazu sieht man sie auf einigen Bildern in so einem Schwestern-Outfit. Das käme ja hin mit Pflegerin. Du könntest also mit ihr Kontakt haben. Das finde ich schon etwas unheimlich. Die beiden Kinder, das Krankenhaus, der Name, echt verrückt. Einiges passt zusammen, anderes gar nicht. Sehr verwirrend. Als nächstes haben wir Jemina Smith einfach mal gegoogelt. Das führte zu einer Warnung für Plenty of Fish-User. Eine Jemina Smith catfischt hier Frauen und benutzt dabei meine Bilder. Immer wieder. Sie ist ein Fake. Am liebsten würde ich mich übergeben. I'm so sorry that I wasted my time. Das ist total schräg. Aber so ist es wohl nun mal. Wir warten jetzt, dass diese Drea sich meldet. Aber wenn wir von der nichts hören, ist die letzte Möglichkeit, Jemina direkt anzusprechen. Ich habe das Gefühl, das war alles nur Zeitverschwendung. Wir müssen jetzt überlegen, wie wir weiter vorgehen wollen, Tam. Das entscheidende Puzzlestück fehlt immer noch. Wer ist Jemina? Und vielleicht noch wichtiger ist die Frage, was empfindet sie wirklich für dich? Wir warten noch, dass Drea sich bei uns meldet. Und ich finde, wir sollten ihr noch etwas Zeit geben, bevor wir Jemina direkt fragen, ob sie uns alles erklären kann. Wenn es soweit ist, sollten wir ihr schreiben, dass du dich an uns gewendet hast, weil du sie treffen willst. Wir wissen auch schon, dass sie nicht ganz ehrlich war. Aber sie bekommt die Chance, dir das verständlich zu machen. Und wenn sie die nicht wahrnimmt, wird sie nie wieder von dir hören. Ich denke nicht, dass man ihr so einen bequemen Ausweg anbieten sollte. Denn den wird sie nehmen. Schreib am besten nur, hier ist Neve, wir zoomen gerade mit Tam, komm doch dazu. Ich wende mich an dich, um Tam dabei zu helfen, dass sie dich endlich treffen kann. Ohne Wenn und Aber. Komm ins Zoom-Meeting und Punkt. Ich habe jetzt, hey Jemina, Neve von Catfish hier. Ich wende mich an dich, um Tam dabei zu helfen, dass sie dich endlich treffen kann. Wir zoomen gerade. Lock dich ein. Ist auch zugestellt. Hoffentlich klappt das. Weißt du schon, was du ihr sagen wirst? Moment, sie antwortet. Warum schreibst du mir? Was haben wir miteinander zu bereden? Dann schreibe ich ihr, ich mache das, weil Tam mich um Hilfe gebeten hat. Sie ist eine großartige Frau und ich möchte nicht, dass man ihr wehtut. Gut so? Ja. Vielleicht kriegen wir sie ja so zum Reden. Eine lange Antwort. Tam hat nie gesagt, dass sie mich für einen Catfish hält. Wir haben schon lange Kontakt und hatten sogar mal eine Pause. Aber dass sie so etwas denkt, schockiert mich jetzt. Darüber muss ich erst mal nachdenken. Ich brauche etwas Zeit und melde mich in einer Stunde wieder. Bitte? Okay, fine. Gut, dann lass uns in einer Stunde reden. Ich glaube langsam, das ist ein scheiß Spiel. Machen wir jetzt eine Pause und treffen uns dann wieder. Da warten wir also auf Jemina. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Sie sagt, sie will dich treffen, du kommst, aber sie nicht. Wenn sie meint, dass sie nur mit Samthandschuhen angefasst werden darf, ihr Problem. Wenn du diese Chance vertust, wirst du dein Leben lang mit dieser Entscheidung klarkommen müssen. Wir warten immer noch. Die Stunde ist rum.
Eine lange Stunde. Ich mach's mir gemütlich. Das dauert ewig. Also echt jetzt. Wenn das jetzt so endet, dass Jemina nicht auftaucht, würdest du damit klarkommen? Dann bleibt es unangenehm. Ich weiß ja nicht, mit wem ich da Kontakt hatte. Sie schreibt gerade. Es tut mir wirklich leid. Es war ein furchtbarer Tag. Ich kann das gerade nicht und würde gern erst mal in Ruhe gelassen werden. Sie tippt. Ich tue das ungern, aber wenn ihr weiter so Druck macht, sperre ich die Nummer. Okay. Echt jetzt? Lass es sein. Lass es. Du bist nicht das Opfer hier. Du tust keinem leid. No. Ich sagte doch, lass das. Ciao. No. Gesperrt. Sorry, Tam. Tut mir leid, Tam. So sollte das jetzt nicht zu Ende gehen. Aber so macht sie das. Warum sollte sie uns gegenüber anders sein? Ich habe zwar überhaupt keine Idee, mit wem ich da geredet habe, aber bitte. Du hast die Wahrheit verdient, damit du dieses Kapitel abschließen und ein neues anfangen kannst. Das hast du wirklich verdient. Ich danke euch. Ich weiß, dass ihr alles versucht habt. Gerne. Ciao. Alles Gute. Euch auch. Furchtbar. Deprimierend. Feel like home. Oh. Eine Nachricht auf dem Job-Handy. Laura, weißt du noch den Fall, den wir zuletzt bearbeitet haben? Sie hat gerade geschrieben. Hey Neve, Jemina hier. Ich konnte neulich einfach nicht, aber lass uns jetzt reden. Wollen wir heute zoomen? Ich werde definitiv da sein. Definitiv, also. Das glaube ich, wenn ich sehe. Allerdings, das muss ich Cammy erzählen. Alright. Text Cammy. Also, ich schreibe ihr. Habe gerade eine Nachricht von Jemina bekommen. Sie sagt, dass sie jetzt zoomen will. Hey! Was geht ab? Well, let's get Tam. Das muss ich Tam schreiben. Tam! Jemina hat mir gerade geschrieben, heute könnte es passieren. Könnte, vielleicht. Komm ins Meeting. Es ist so. Tam und diese Frau haben seit 2 Jahren extrem intensiven Kontakt. Sie lockt sich ein. Tam! Was gibt's? Tam, das ist Laura, meine Frau. Hey, Laura. Alles klar? Geht so. Ich habe ihr ein bisschen erzählt. Verrückt, was? Es ist eine beschissene Situation. Ich sag mal so. Ich habe keinen Schimmer, was passieren wird und mach mir lieber keine Hoffnung. Wie geht's dir? Ich mach mir auch keine. Mal sehen, ob sie auftaucht. Ich schreib ihr. Ich lass euch jetzt mal allein. Viel Glück. Hat mich sehr gefreut. Und weg. Stress. Ihr meint, sie macht es? Mal sehen. Nein. Das Problem hier ist, ihr hattet wirklich eine unglaubliche Beziehung und ich hätte zu gern, dass sie Bestand hat, aber ich will nicht, dass sie dich weiter so behandelt. Sie schreibt, okay, also hoffen wir mal das Beste und das möglichst zeitnah. Es geht los! Sie schreibt, okay, also hoffen wir mal das Beste und das möglichst zeitnah. Es geht los! Oh, hello! Jemina, du bist das also. Richtig. Hallo. Das Coronavirus wird nicht über Computerbildschirme übertragen. Wenn du vielleicht die Maske abnehmen würdest. Will ich nicht. Okay. Ich finde es sehr schön, dass du hier bist. Tam kennst du ja. Tam? Ja. Gut. Cammy, hi. Genau. Hi, Cammy. Würdest du uns zuerst ein bisschen über dich erzählen? Was wollt ihr wissen? Es war ja nicht einfach, dich zu erreichen, und wir haben da einige Fragen. Heißt du wirklich so? Nein, aber ich werde Mina genannt. Wo wohnst du, Mina? Ich lebe in Milwaukee. Oh, okay. Und arbeite in der Krankenpflege. Was wollt ihr noch wissen?
Warum konntest du neulich nicht mit uns sprechen? Da hatte ich viel Stress, worüber ich nicht reden will. Viel Stress. Aber jetzt geht's. Wie fing das an? Wann hast du das Fake-Profil gemacht? Vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren? Ja. Wow. In der langen Zeit hast du sicher mit vielen Frauen geredet. Mhm. Hast du auch mit anderen so lange und intensiv geredet? Nein, höchstens einen Monat. Wenn man sich nicht treffen oder Videochatten konnte, waren die anderen immer schnell weg. Aber du hast doch ursprünglich mal versucht, mit Tam zu FaceTime. Was hättest du denn gemacht, wenn sie rangegangen wäre? Dazu wäre es ja nie gekommen. Das ist so eine Funktion im iPhone. Man muss die Nummer nur sperren. Was? Man blockt die Person. Oh. Und wenn man sie dann anruft, kann die den Anruf nicht entgegennehmen. Wow. Findest du das nicht selbst manipulativ? Kann man so sehen. Meinst du, dass du Tam manipuliert hast? Finde ich nicht, nein. Genau, das lief da doch. Dann war das was Manipulatives. Ich weiß auch nicht. Ich komme mir irgendwie missbraucht vor. Tja. Ich komme nicht dahinter. Ich verstehe nicht die Widersprüchlichkeit deiner Handlungen. Ich habe das alles überhaupt nicht ernst gemeint. Mir war einfach langweilig und dann habe ich irgendwas gemacht. Das ganze Profil war eigentlich nur ein Witz. Nach dem, was Tam uns erzählt hat, war das eine sehr bedeutende Beziehung zwischen euch. Okay. Aber ich kann nicht einschätzen, wie deine Gefühle gegenüber Tam sind. Was ist das für eine Beziehung in deinen Augen? Einfach eine sehr gute Freundschaft. Wir können echt gut reden, weil wir uns super verstehen. Wir haben viele der Messages gesehen, die ihr euch so geschickt habt. Sowas schreibt man eigentlich nicht einer Freundin, sowas schreibt man seiner Freundin. Das ging erheblich tiefer. Und du hast dir danach Bedarf was rausgezogen. Aber mich hat das alles sehr mitgenommen. Und das begreifst du gar nicht. Naja, ihr habt schon recht. Bei mir sind Gefühle im Spiel. Und ich glaube, ich sag solche Sachen nur, weil ich mich schützen will. Eben weil ich so Gefühle hab. Ich habe den Eindruck, dass das alles nur eine Lüge war. Du machst Treffen aus und weißt, dass du gar nicht kommen wirst. Das ist vollkommen daneben. Du sorgst dafür, dass ich mir schrecklich dumm vorkomme. Ich mache mir Sorgen, dass dir gar nicht wirklich was an Tam liegt. Bist du in einer Beziehung? Denn wer hat diese Drohmessage geschrieben? Ist das diese Drea gewesen? Ja, Drea ist eine Freundin. Ihr seid befreundet? Und Drea macht Tam einfach mal so Stress? Wenn dir wirklich was an Tam liegt, warum soll sie ihr dann drohen? Weil ich endlich wollte, dass es vorbei ist. Ich wollte damals die ganze Geschichte einfach nur hinter mir haben. Das ist ziemlich krank. Ich habe es getan und ich entschuldige mich dafür. Es tut mir wirklich leid. Das war ein Fehler, denn ich habe was Wunderbares kaputt gemacht. Ich will hier jetzt nicht weinen, darum reiße ich mich zusammen, aber es ist mir gar nicht egal. Ich habe mich noch nie so öffnen können und ich wünsche mir sehr, dass es weitergeht mit uns. Ich habe dir ja gesagt, ich liebe dich. Können wir mal kurz reden, Cammy? Ja. Wir warten hier. Ja, gut, bis gleich. Okay. Warum sagst du ihr nicht, wie das alles für dich ist? Im Moment fühle ich eigentlich gar nichts mehr. Ich bin total benommen und weiß nicht mehr, was echt und was fake ist. Keine Ahnung. Ich verstehe das irgendwie nicht. Obwohl du jetzt sagst, wie wichtig dir Tam ist, zeigen deine bisherigen Handlungen eher das Gegenteil. Hast du sie wirklich gern? Doch, ich habe sie sogar sehr gern. Sie sieht gar nicht böse aus. Nein,
Und man sieht, dass dann auch irgendwas dahinter steckt. Sie will nur nicht sagen, was. Ich weiß nicht. Wenn man solche Gefühle für jemanden hat wie ich, kann man das schwer sagen. Und die verschwinden ja nicht so einfach. Sie ist eine attraktive Frau und der Vibe ist derselbe. Da stellt man sich natürlich vor, was es sein könnte. Aber du darfst nicht vergessen, dass sie dich die ganze Zeit manipuliert hat. Ich möchte jetzt von dir wissen, wo du stehst. Und ich werde dich unterstützen, wie auch immer du dich entscheidest. Wenn du weiter mit dieser Frau Kontakt haben willst, unterstütze ich das. Aber wenn du meinst, dass es aus ist und du ihr nochmal endgültig die Meinung sagen willst, um dieses Kapitel abzuschließen, stehe ich auch zu dir. Ich frage mal, ob sie jetzt zurückkommen. Gut. Hey, Cammy. Kommt doch wieder zurück ins Meeting. Da ist Cammy. Jetzt sind wir vollzählig. Ich schlage vor, dass ihr euch jetzt mal allein unterhaltet. Vielleicht geht das zu zweit leichter ohne uns. Wäre das in Ordnung für euch? Ja, ist gut. Ich fühle mich einfach benutzt. Warum kannst du mich nicht ansehen? Jetzt guck doch mal hoch. Naja, bitte geht doch. Was sagtest du? Das waren doch alles Psychospiele. Auch dieses Blocken. Du weißt doch genau, warum. Erst reden wir ständig und dann blockst du mich. Das habe ich nicht verstanden. Als hätte ich dich aus Spaß geblockt. Du tust nur alles ab, was ich sage. Gar nicht wahr. Du lässt das überhaupt nicht an mich ran. Ich habe mich dir total geöffnet und mein Innerstes nach außen gekehrt. Da tut so ein Quatsch einfach nur weh. Ich habe dir immer alles erzählt. Und auch wenn du anders aussiehst, egal. Ich wäre so weit gegangen und verstehe nicht, warum du nicht mal diesen einen Schritt gemacht hast. Ich wollte dich eben einfach nicht verlieren. Du musst diesen Quatsch vergessen. Du hast anscheinend einen Plan. Hast du einen? Also für eine Beziehung bin ich nicht bereit. Da brauche ich noch Zeit. Das läuft jetzt überhaupt nicht. Möchtest du noch was sagen? Ich liebe dich. Okay. Du sagst das nicht? Du sitzt da und sagst einfach gar nichts. Ich denke, ich habe alles gesagt. Okay. Alles klar. Ich will hier weg. Bitte. Hey, Neve. Wollt ihr wieder reinkommen? Ja, das wäre gut. Okay. Hey. Willkommen zurück. Seid ihr zu irgendeinem Ergebnis gekommen? Sie will, dass alles wieder so wie früher wird, aber das ist unmöglich. Meinst du, dass du damit aufhören kannst? Das ist vorbei. Hoffentlich ist das so. Aber du siehst ja, dass da nichts Gutes draus entsteht, weder für andere noch für dich. Ja, das sehe ich. Gut, dann verabschieden wir uns jetzt. Okay. Bye. Wow. Ich bin beeindruckt, wie du dich hier behauptet hast. Danke. Du warst großartig. Alles Gute. Ich danke euch. Ihr wart großartig. Wie lieb von dir. Bye. Mina hat nach den Dreharbeiten immer wieder angerufen, um ihrer Liebe zu Tam Ausdruck zu verleihen. Schließlich hat Tam auf Minas Anrufe reagiert, aber ihr gesagt, sie müsste jetzt nicht nur durch Worte, sondern durch Taten beweisen, dass ihre Liebe echt ist. Mittlerweile hat Mina Tam ihren richtigen Namen genannt. Das ist immerhin ein Anfang.